Ganz so viele Besucher waren am vergangenen Sonntagabend nicht in den Güstrower Dom gekommen wie vor 30 Jahren am legendären 27. Oktober 1989. Aber dennoch, es hatten sich viele aufgemacht, die an die Ereignisse zurückdenken wollten. Die Andacht unter dem Thema »Wir üben den aufrechten Gang« wurde vor allem von Pastor Christian Höser und der Güstrowerin Gudrun Oegler gestaltet. Sie hatte auch 1989 an der Demonstration teilgenommen. Und da sie mit dem Dom verwurzelt ist, hier die Christenlehre miterlebte und im Chor mitwirkte, war ihr dies ein Bedürfnis gewesen. Die Demonstration vor 30 Jahren hatte Heiko Lietz, der das neue Forum mitbegründete, vor allem initiiert. Er erinnert sich. Eigentlich wollten wir nichts weiter als hier im Dom unser neues Forum vorstellen, das Aufruf, nicht? Aber dummerweise war gerade in der Woche hier eine Evangelisationswoche. Die ging immer von 7:30 bis 9:00. Und wir hatten uns aber schon um 7:30 verabredet. Und das heißt, wir konnten dann nicht mehr hier in den Dom rein, weil hier diese Veranstaltung war. Und dann hat es Schwierigkeiten, dass wir überhaupt danach noch hier rein durften. Kirchgemeinderat hat sich zunächst etwas sperrig gemacht. Aber der Superintendent hat dann gesagt, das wird hier sein. So, und dann standen wir dort da in der neuen Wahlstraße, großen Wahlstraße. Und ja, was soll man mit Leuten machen, wenn wir uns da sammeln? Und ehe man da sozusagen wartet, bis es 12 ist, haben wir dann kurzfristig entschieden, wir machen denn diese Zwischenzeit, wenn wir sozusagen gut ausnutzen, wir machen eine Demonstration. Dann sind wir losgegangen und dann hier rum und dann, wie gesagt, bis 8:45 waren wir dann hier am Dom, sodass ich dann, die Veranstaltung war um 8:30 zu Ende, sodass wir dann hier in den Dom rein konnten. Und von den 20.000 passten vielleicht 2.300 oder so rein. Also ich glaube, die Kirche ist nie in ihrem Leben seit dem Entstehen dieses Domes so rappelvoll gewesen. Also Mäuse und hätten keinen Platz mehr gehabt. Es war also Wahnsinn. 20.000 Güstrower waren am besagten 27. Oktober vor 30 Jahren auf die Straßen gegangen. Sogar die Schweriner Volkszeitung hatte darüber berichtet. Eine der Demonstranten war Anne Kirst, die damals in Lüssow wohnte und mit einer Fahrgemeinschaft nach Güstrow kam. Aus Angst hatten sie und ihr Mann ihre Kinder zu Hause gelassen. Wir sind erst in die Pfarrkirche gegangen zur Andacht und dann da haben wir unsere Kerze angebrannt. Dann haben wir uns eingereiht in den Zug und es war eigentlich erst still und es war Spannung da. Alle hatten irgendwo doch ein bisschen Angst, denke ich. Aber keiner hat darüber gesprochen. Und wir haben uns eingereiht, weil wir wollten, dass es anders wird. Und weil wir Hoffnung hatten, wenn wir friedlich bleiben, dann muss sich was ändern. Wir sind dann durch die Stadt gelaufen und haben unsere Kerze an das Gericht geklemmt, an die Fensterbretter, und am nächsten Tag war dort nichts mehr zu sehen davon. Blitzeblank, wie die das gemacht haben, weiß ich bis heute noch nicht. Eine ganz besondere Stimmung also, die Menschen damals motiviert hat, sich gegen das damals bestehende System zu wehren. Und es waren viele, die sich auf den Weg gemacht hatten. Vor genau 5 Jahren, am 27. Oktober 2014, wurde eine Gedenktafel am Franz-Pahl-Platz angebracht. Und zwar an dem Gebäude, in dem einst der Sitz der SED-Kreisleitung war. Inzwischen ist es das Amtsgericht. Der Kunst- und Altertumsverein hatte sich um diese Erinnerung bemüht und der Künstler Jörg Herold gestaltete diese Reaktionsplastik, wie er sie selbst bezeichnet. Vor allem Joachim Hennings war maßgeblich daran beteiligt, dass dies so gelungen ist. Er ist Mitglied im Kunst- und Altertumsverein, war immer wieder der Motor, brachte das Projekt voran. Als das Gerichtsgebäude saniert werden sollte, sollten damit auch die Wachs- und Rauchspuren an der Fassade verschwinden, die sich über 2 Jahrzehnte gehalten hatten. Das wollte er nicht. Weil es das einzige materielle Überbleibsel ist, was es von der Wende gibt eigentlich. Vielleicht wahrscheinlich in der ganzen ehemaligen DDR. Und das wäre schade, wenn das weg ist. Wenn man sich mal dieses kleine Denkmal anguckt oder die Platte, dann ist die Schrift verwischt und das Bild unten ist auch verwischt. Und der Künstler Jörg Herold meint, das ist ein Zeichen, dass es im Laufe der Jahre dann immer mehr zurücktritt in den Nebel. Und mir war es wichtig, dass zumindest ein bisschen noch aus dem Nebel rausleuchtet. Und außerdem ist es interessant und ich habe bloß den Eindruck, dass leider viele Stadtführer da, ohne dahin zu gucken und das zu erklären, vorbeigehen. Das fällt mir sehr oft auf. Der Kunst- und Altertumsverein hat sich motivieren lassen und alles in der am Sonntag vorgestellten Broschüre festgehalten. 2 Reden vom 27. Oktober 1989 gehören ebenso dazu wie das Entstehen der Gedenktafel. Dr. Regina Erbentraut war für Konzept und Redaktion verantwortlich. Aber auch viele andere haben daran mitgewirkt.
Der Vorsitzende des Kunst- und Altertumsvereins, Dr. Ingbert Ganz, dankte vor allem auch Karin Sturz für die Bereitstellung von Fotos ihres Mannes Eckhard Sturz. Er hatte die damaligen Ereignisse mit seiner Kamera festgehalten. Die gesamte Macht der damaligen Geschehnisse wurde in einem Film von Michael Krull deutlich, der am Sonntag im Gemeindehaus der Domgemeinde gezeigt wurde. Die Wende in Mecklenburg-Vorpommern, so lautete der Titel. Es war damals eine Wende, die durch Kerzen und Gebete und natürlich durch viele Menschen letztlich friedlich verlief. Wurde aber all das erreicht, was sich die Demonstranten gewünscht hatten? Nee, es ist lange nicht erreicht worden. Wir sind sozusagen auf halber Strecke stehen geblieben. Das, was wir sozusagen in der friedlichen Revolution wollten, dass wir wirklich einklagbare Menschenrechte haben wollten, das ist uns in der Vereinigung verweigert worden. Die Westdeutschen haben, also die Politiker, nicht, die haben also in der Vereinigung diesen ganzen Bereich sozialer Rechte, wofür wir ja auch gekämpft hatten, die sind sozusagen nicht ins Grundgesetz eingetragen worden. Also wir haben die Hälfte dessen, was wir wollten, haben wir erreicht. Das haben wir aus eigenen Kräften erreicht, nicht, weil die Bundesrepublik uns freundlich unterstütze. Nicht, und die andere Hälfte, die wir auch wollten, nicht, die ist uns in der Vereinigung sozusagen verweigert worden. Insofern sind wir sozusagen immer noch auf der Hälfte der Strecke geblieben und eigentlich muss das Zweite jetzt noch gemacht werden. Ich habe noch einiges vor. So ist es wohl so, wie es in der Andacht formuliert wurde. Ermutigung brauchen wir bis heute in unserem Land tatsächlich immer wieder. Und Leben heißt, sich zu regen. Das wird wohl auch weiterhin so bleiben.